Ja, deine SPD ist pro Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Damit Facebook, Twitter und Co. wieder frei von Hass und letzte G, no Hate Speech. Ja, ich. SPD und AfD sind da sogar dafür, oder was? Wenn das Internet wieder so wird. Deutsche Kleinstadt, ja, das hätte er gerne. Wenn man sagt, wir hätten gerne unsere kleinen Städte wieder so, dann ist man ein Nazi. Aber wenn man das Internet so haben will, dann. Ja, Dann ist vor allem man das Internet war noch für nie eine Gleichberechtigung. Blümchenwiese, ne? Davon mal abgesehen. Oh, Ja. klingst du gut, Mond. Du klingst so gut. Ja, ich Also, weiß. Ich habe hier ein paar Sachen ernsthaft. umgestellt. ja, aber das ist jetzt nicht, das ist keine offizielle SPD-Seite. Das ist hier von dem, wie heißt der Ude? Wie heißt der? Björn Ude, glaube ich. Also das ist keine offizielle Seite. Keine Ahnung, der ist zwar SPD-Mitglied, aber keine Ahnung, warum er das jetzt hier Auf so jeden macht. Fall, hier im Hintergrund steht Warum? deine SPD-Partei zum Mitmachen für jedermann. Aber nicht Ja, zum Mitmachen für jedermann. deswegen hat mich der Account auch schon geblockt, auch schon. Also ich wollte mir genau diesen, den hat jemand hier in die Twitter-Gruppe gepostet. Ich habe draufgeklickt und war gesperrt und musste erstmal Umwege nehmen. Aber ich finde es lustig, wenn man unten bei den Likes guckt, da sind einige ironische Likes dabei, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja, da kenne ich auch ein paar Leute drin. Ja, der Bundesrat. Ja, Und das ist so so Schwachsinn, ey. soll dann jetzt so eine Clearingstelle geben. Also das ist quasi dann der Punkt, wo man sich dann beschweren so können soll, wenn das zu Unrecht gelöscht wurde. Dann soll Kann man zu der man Clearingstelle gehen. Ich meine, einfach mit der Löschung nicht mal anfangen? Ich meine, das ist wir brauchen nicht nur ein Gesetz, das Löschung einfacher macht und streamlined, sondern auch noch die Möglichkeit, dass Leute sagen, dass ihnen etwas nicht gefällt, wenn sie gelöscht werden. Ich meine, das ist so schwachsinnig. Das ist alles so schwachsinnig. Ja, und halt, siehst ja, ne? Also die Möglichkeit der anonymen und pseudonymen Meinungsäußerung in der Tat faktisch abgeschafft. Okay, aber was wird mir denn da als Alternative geboten? Ich meine, irgendwohin muss ich ja mit dem Hass, den ich auf die Welt habe, hin. Wohin muss das dann? In Alkohol rein oder in Drogen oder keine Ahnung was? Wohin? Frag doch einfach deine Freundin. Ach so. Ach so. Ach so. Kein Hasskommentar im Internet, bitte. Ach so. So ein richtiger Feminist. Alter, ich hasse Hasskommentare. Zählt das auch zu Hass? Weiß ich nicht. Ach Mann, naja. Ja, diverse andere Leute schreiben mir auch was dagegen. So aus einer parlamentarischen Opposition. Soll es denen wieder mal geben? Sind damals aus Osnabrück von der FDP. Ja, Und also ja, da ging es benutzt. ja um diese Verlagsgeschichte. Ja, das ist ja typisch FDP eigentlich so ein bisschen auf der Seite der Unternehmer, in dem Fall der Verleger. Ja. Im Überwachungsministerium hier war, das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Das ist Also diese Überwachung der Meinung. sie möchte, dass das Justizministerium umbenannt wird in Überwachung und Meinung, weil da, also das verstehe ich schon, weil darum kümmert er sich ja im Endeffekt nur. Heiko. Ja, auch mit dem Leistungsrecht, was er machen möchte. Und der Heiko, der verschlimmbessert ja da einen Haufen Gesetze. Also, wo man sich auch echt fragen kann, was er da überhaupt macht. Er hat ja scheinbar als Minister auch eine der höchsten Gesetzeinbringungsquoten überhaupt so. Also, wo er einfach nur von irgendwelchen Verbänden Sachen reinreicht und sagt, machen wir das mal Ja, als genau. Gesetz. Also, Das trifft richtig gut. ohne Sinn und Verstand, einfach nur hier kommen, da, zack. Ich meine, das Netzdurchsetzungsgesetz ist ja auch so, dass es schon in seiner Urform verfassungsrechtlich bedenklich ist und jetzt dann Verbesserungen kommen sollen, die dann noch eher dazu geeignet sind, dann verfassungsrechtlich nicht durchzukommen. Wo man sich dann einfach so denkt, so, du wirst schnell ein Gesetz durchpauken, was Laien bereits
erkennen können, was nicht durchboxbar ist. Und dann bist du irgendwie der kleine Heiko, der Schattenboxer, der irgendwelche Sachen vorschlägt und sich ganz toll fühlt. Also, ich, keine Ahnung. Es ist lächerlich. Also. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Kritik an dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dieses Mal aus dem Hessischen Landtag. Herr Maas peitscht ein verfassungswidriges Gesetz durch Parlament und Bundesrat, das massiv in die Meinungsfreiheit eingreift, denn dieses Netzdurchsetzungsgesetz, es ist nichts anderes als die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung im Hinblick auf Hasskommentare und rechtswidrige Falschmeldungen. Die Feststellung, ob eine Meinungsäußerung noch Satire ist, ob sie gegebenenfalls geschmacklos, aber im Rahmen der Meinungsfreiheit zu ertragen ist, oder ob sie schon die Grenze zur Strafbarkeit überschreitet, ob sie Beleidigung, Verleumdung oder gar Volksverhetzung ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das kann doch nicht privaten überantwortet werden. Das ist Sache des Rechtsstaates. Hierzu sind Polizei und Justiz berufen. Und ja, das ist schwieriger geworden, weil sich im Netz vieles ganz schnell verbreitet. Aber dann muss man Polizei und Justiz so ausstatten, dass sie das leisten können. Und es sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim NetzGG eben nur Verdachtsfälle. Wir haben nach den jetzigen vorgeschlagenen Regelungen ein Verfahren, das, wenn Sie die Fälle hochrechnen, Herr Kollege Schmidt, ganze 8 Sekunden für die Entscheidung zur Verfügung stehen, ob gelöscht wird oder nicht. 8 Sekunden. Herr Kollege Schmidt, wie hätten Sie denn im Fall Böhmermann agiert, wenn Sie 8 Sekunden hätten, um dazu entscheiden, ob das noch geschützte Kunstfreiheit ist oder ob das gelöscht gehört? Ja. Ja. Finde ich erstmal nicht schlecht, aber damit wirst du ja das Problem nicht los, dass überall noch nach Hate Speech gesucht wird, nach Hasskommentaren und auch wenn die Polizei das dann macht, anstatt der Maas und seine NGOs und so, ja, dann ändert sich ja nichts. Das ist auch der Punkt, über den ich auch gestolpert bin da dran natürlich. Also ich meine, sie sagt ja am Schluss selber, dass es eigentlich nicht zu schaffen ist. Und ob jetzt der Private 8 Sekunden Zeit hat oder ein Richter 8 Sekunden Zeit hat, ja. Wo ist das Unterschied? Ne? Also das ist schon wahr. Also das hat halt nicht diesen Chilling-Effekt, dass du hast nicht mehr jemanden, der Angst hat, dass er irgendwie mehrere Millionen Konzernstrafe zahlen muss und deshalb voreilig weglöscht, sondern du hast dann wirklich nur noch den Rechtsrahmen. Ja? Also da muss es auch eine Beleidigung sein, Verleumdung oder Volksverhetzung und da kannst du nicht mehr einfach unliebige Leute. Ja, aber das kann man ja wieder so einfach auch halt nicht sagen. Ne? Also das Beispiel mit Böhmermann ist ja auch so ein Ding. Das wurde ja auch nicht innerhalb von 8 Minuten entschieden. 8 Sekunden. Auch von einem richtigen, ja, oder 8 Sekunden. Auch von einem richtigen Richter nicht. Ne? Also, nee, natürlich nicht. Das geht ja auch gar nicht. Also deswegen sollten wir vielleicht auch nur jene Sachen verfolgen, die jemand meldet, der auch persönlich betroffen ist. Und nicht, wenn dann irgendwie 100 Leute irgendwie einen Tweet an Frau Strick melden, weil die Frau Strick ganz doll mögen und die den aber vielleicht gar nicht gelesen hat. Ja, aber was ich halt eigentlich eher meine, ist, man müsste generell mal diese ganzen Sachen alle auf den Prüfstand stellen. Also was davon überhaupt noch notwendig ist, weil wir haben ja wirklich einen riesen Katalog und da sind noch nicht mal alle erwähnt. Also ich sage nur sowas wie Verunglimpfung des Andenkens von Verstorbenen ist in Deutschland strafbar. Ne? Oder halt eben diese Verunglimpfung von Weltanschauungsgemeinschaften, von Weltanschauungen und so weiter. Ne? Also, dass man da einfach mal ausmistet, anstatt sich um sowas zu kümmern. Dass man einfach sagt so, also mein Herangehenspunkt ist ja immer noch, weil die sich auch immer darüber beschweren, dass bei Facebook andere Standards gelten. Ja, also normalerweise, wenn andere Standards gelten, das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, dann wollen die Leute sich immer an einen Tisch setzen, irgendwelche Abkommen abschließen und so. Aber irgendwie beim Thema Meinungsfreiheit, da wird immer so getan, als gäbe es nur diesen deutschen Weg und als wäre das komplett unmöglich, dagegen irgendwas zu haben oder das nicht gut zu finden. Ja. Oder da irgendwie gegen zu reden. Ja, vor allem, wir haben ja in Deutschland, wir haben einfach aus der Nachkriegszeit eine Öffentlichkeit, die einfach präskriptiv von oben nach unten
geprägt ist. Von wegen, so und so weit ist der Rahmen, in den du dich äußern darfst, und alles andere musst du drauf aufpassen, ob du denn das mit der Meinungsfreiheit ordentlich machst. Und ich finde, dass es irgendwann mal Zeit wäre, dass wir uns einer ordentlichen Demokratie annähern, wo wir dann eine Meinungsfreiheit haben, die eher an den Rahmen der USA angelegt ist, wie das, was wir haben, weil wir haben eine sehr präskriptive Meinungsfreiheit, die eingeschränkt ist. Also wir brauchen eine Redefreiheit und keine Meinungsfreiheit. Also das, was mich wirklich so daran stört, ist, dass ich überhaupt keine Möglichkeit habe, da zu sagen, ich will aber das so sehen, was da gelöscht wird. Ich will selbst mit ansehen, ja, was mir nicht gezeigt wird. Warum soll das irgendwie jemand anderes für mich entscheiden? Das ist so asozial. Und das hier, 958. Sitzung des Bundesrates. Das ist jetzt quasi die Redebeiträge bei der Bundesratssitzung, wo das NetzDG halt besprochen wurde. Also der Gesetzgebungsvorgang ist ja in Deutschland so, dass sich der Bundesrat da auch zustimmen muss. Der Bundesrat besteht halt aus den Vertretungen der einzelnen Bundesländer, also aus den Landesregierungen sozusagen. Okay. Und wenn die sagen, nee, dann passiert halt nichts. Wie gut sind die Chancen, dass sie nee sagen? Ja, das haben wir gerade schon in dem einen Beitrag gehabt, dass sie ja da so noch Vorstellungen haben, wie das ganze Ding halt verschlimmbessert, wie das in dem Heise-Beitrag hieß, werden soll, also halt in dieser Klebungsstelle und so. Ja. Die Dame hier zum Beispiel redet ganz viel über Social Bots, die da halt auch noch mit rein müssen. Komm, Alter, ohne Spaß. Ich kann es nicht mehr hören. Es sind alte Leute, die nichts mit dem Internet zu tun haben, die Angst vorm Internet haben. Ich finde Bots eigentlich wunderbar und genial. Da kann dann jede Partei einen Bot aufstellen, mit dem den dann posten kannst. Du kannst sagen, hey, keine Ahnung, CDU, wie toll findet ihr Jesus? Und dann schreiben die 112%, oder ich weiß nicht. Aber weißt, wenn jede Partei einfach einen Bot haben kann, es ist doch, das dient doch der Öffentlichkeit. Das ist sogar ein gutes Beispiel mit den Parteien, weil, also ich hätte so nebenbei irgendwie bekommen, dass Peter Tauber halt eben auch irgendwie hier, dass der Generalsekretär, glaube ich, von der CDU, dass der halt eben auch gemeint hat, so, ja, hier nehmen wir auch Bots als automatische Antwort, Leute. Also wenn du quasi einen CDU-Account irgendwie schreibst, TTIP oder so, dann schickt dir der Bot halt einfach irgendwas zu TTIP. So von der CDU halt, so die Meinung zu TTIP. Und damit sparst du dir halt einen, der davor sitzt und 50 Leuten die gleiche Frage stellen, irgendwie jeweils den Link zu dem TTIP-Ding schickt. Ich meine, wir haben, Deutschland ist in der Digitalisierung in Sachen Wirtschaft wirklich Schlusslicht. Also weißt du, von den entwickelten Industrieländern sind wir absolutes Schlusslicht, was Digitalisierung angeht. Und es ist einfach so bezeichnend, dass du dann Politiker dastehen hast, die sagen, wir müssen wieder irgendwas, was mit Digitalisierung zu tun hat. Wir müssen da einen Riegel vorschieben und wir wollen den Markt klein halten und wir sollten das verbieten und wir müssen danach gucken, dass wir keinerlei digitale Innovation haben in Sachen freie Meinungsäußerung und Öffentlichkeit. Das dürfen wir nicht zulassen. Es ist sich der Zukunft versperren. Es ist, ich, keine Ahnung, wollen Sie Facebook als nächstes verbieten? Weil da sind jetzt so viele Hasskommentare, tun wir doch Facebook abschalten. Weil es ist doch viel besser. Hinaus, Also wenn die irgendwann die Wahl haben, ob sie 5 Millionen bezahlen oder ihren Laden in Deutschland dicht machen. Aber Abel, denk doch mal an die Menschheit, an die Gesellschaft, an die Frauen und an die Kinder. Nicht an die Männer, ja, die sind da irgendwo nebendran. Aber denk doch mal an die Frauen, die das alles ertragen müssen. Denk doch mal an die Leute, die dann den Hass abbekommen. Hast du denn kein Herz? Nein, habe ich nicht. Bist du vielleicht auch so ein Social Bot? Wahrscheinlich. Ja, ich habe ein Herz für den Insekt und ein Verstand. Auf jeden Fall, sie richtet sich halt darüber auf, dass irgendwelche Sachen, die blöd sind, irgendwie viele Likes kriegen. Und das war dann ein Bot und das ist dann ganz schlimm so, weil sich die Leute ja auch keine eigene Meinung bilden können. Ne? Weil wenn da irgendwo eine Meinung ist und die ist populär, dann werden die ja alle teilen. So. Es gibt ja niemals einen Punkt, ne, bei richtig unpopulären Meinungen, wo die Leute auch noch beihängen. Hat es noch nie gegeben und wird es auch nie geben. Idioten, ey. Ja, und auf jeden Fall reden da bei dem Ding, was ist das für ein Wurstdiebstahl hier? Wo waren denn die Einzelnen?
Da waren auf jeden Fall auch noch die Einzelnen irgendwo. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir Social Bots verbieten müssen, weißt du? Wenn er dann Boots, kein Wort ist, das illegal. Heißt, das haben weißt, wir doch gelernt, dass es das Social Bots heißt. Wenn an kein Wort ist illegal Bot hättest, der dir dann jedes Mal Informations- und Meinungsfreiheit schickt, wenn du Meinungsfreiheit schreibst, das wäre illegal. Das ist Belästigung und Hasssprache. Level 4. Da müssen wir die AA-Stiftung zur Rate ziehen. Genau, das ist das Wichtigste. Man verknarzt ja gerade ganz komisch. Das hat sich auch komisch angehört für einen Moment. Das sind die Marswellen. Das ist, weil alles, was ich sage und empfange, es geht direkt über die Server von BND. Ja, bei mir auch. Also das war jetzt ein Motorrad, das war nicht ich. Da ist unser guter Freund, Herr Dr. Till Steffen. Wer erinnert sich an Dr. Till Steffen? Dr. Till Steffen taucht praktisch überall auf, wo es los ist. Also das ist der Typ, der auch im Bundesrat gesprochen hat zur Sexualstrafrechtsreform und da irgendwie meinte, es sei ja selten, dass einen die Verbände regelrecht loben dafür, dass man ein Gesetz macht. Und jetzt ist er schon wieder da. Und dann horchen wir mal, was er zu sagen hat. Nichts, weil das Ding kaputt ist. Ist es jetzt echt kaputt oder verarscht du mich? Profis, ist das jetzt echt kaputt? Die Mediathek. Ist der Bundesrat eigentlich gerade einfach ein Troll. Vielleicht, ja. Vielleicht ist der Bundesrat ein Social Bot. F5. Alt F4. So einfach kommt mir Herr Steffen nicht davon. Sekunde. So. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Hasskriminalität im Netz ist ein Problem in erster Linie für die Opfer selbst, die teilweise übel beschimpft und mit hasserfüllten Kommentaren verunglimpft werden. Und in zweiter Linie? In zweiter Linie nennt er nicht, aber was käme noch in Frage? Sachliche Kritik? Der Mord ist ein Problem. In erster Linie für die ermordet werden und in zweiter Linie. Beleidigungen und Verleumdungen im Netz können von einem nahezu unbegrenzten Nutzerkreis zur Kenntnis genommen werden. Sie verflüchtigen sich auch nicht, sondern sind häufig über lange Zeiträume abrufbar, wenn es den Betroffenen nicht gelingt, diese aus dem Netz entfernen zu lassen. Zudem leiden die Meinungsvielfalt und unsere demokratische Grundordnung unter der Verrohung der Debattenkultur im Netz. Aber sie leidet nicht darunter, wenn da halt eben Leute, wenn du Hasssprache oder Hate Speech als rhetorisches Werkzeug benutzt, um Leuten den Mund zu verbieten oder was? Ja, die Vielfalt leidet nicht, wenn du einfach die Vielfalt einfach mal einschränkst. Auf drei Worte, die du in Zukunft benutzen darfst, weil alles andere Hate Speech ist. Ja, genau. Ja. Das verbale Moralsstatut. Ja. Verbal Morality Statute. Jeder, der sich mit einer eigenen Meinung irgendwo exponiert. Ach ja, genau. Also Verleumdung, also die drehen das so hin, als wäre das jetzt unmöglich, irgendwie Verleumdung wegzukriegen. Also da gibt es etliche Beispiele für. Und ein Anwalt hatte auch irgendwie, ich glaube, das war der Steinhöbel, heißt du, glaube ich, der hatte auch gesagt, dass er schon mal was hat entfernen lassen von Facebook. Also es ist nicht so, als wäre das unmöglich, da irgendwie dem beizukommen. Aber was sie halt nicht wegkriegen, ist ihre geliebte Hate Speech. Was auch immer das bedeuten soll. Kann als Opfer der Hetze im Netz mundtot gemacht werden. Wir müssen sicherstellen, dass unser Recht auch im Internet Schutz bietet. Die Justizminister. Also die Opfer werden mundtot gemacht. Aber die Leute, die was posten, was dann gelöscht wird, die werden nicht mundtot gemacht.
der Konferenz hat deswegen auf Antrag Hamburgs sowohl im Juni als auch im November letzten Jahres gesetzliche Lösungsvorschläge des Bundes gefordert. Es ist richtig und gut, dass nun endlich ein Gesetz auf dem Tisch liegt und wir das komplexe Thema so besser diskutieren können. Diese Diskussion ist wichtig und die vielen Anträge aus den Ausschüssen des Bundesrates zeigen auch, dass sich die Länder konstruktiv mit dem Gesetz auseinandergesetzt haben. Für mich steht fest, das Gesetz hat einen wahren und richtigen Kern. Die Fundamentalkritik an einer gesetzlichen Regelung der Pflichten sozialer Netzwerke teile ich ausdrücklich nicht. Der zuletzt von Facebook formulierte Vorwurf, der Gesetzentwurf wälze eine staatliche Verantwortung auf die Unternehmen ab, geht an der Sache vorbei. Und tatsächlich ist es so, dass die Pflicht zur Löschung rechtswidriger Beiträge eben auch schon nach dem geltenden Recht besteht. Sie entledigen sich eben dieser Verantwortung, die sie selbst haben, die sozialen Netzwerke. Ja, das ist halt die Frage, ob die das überhaupt tun, ne? Ob sie sich dem entledigen oder ob das mal einfach unschaffbar ist im Moment. Vor allen Dingen das halt eben richtig hinzubekommen. Also auch wirklich nur das zu entfernen, was dann eben entfernt werden soll. Wenn Sie diese Kritik jetzt äußern. Sie können, wenn Sie... Ich fand das auch interessant, wie er gerade das so irgendwie so betont hat. So, ja, und die sagen jetzt so, das würde jetzt das abwälzen auf Privatkram. So, nach dem Motto, wie kommen die da drauf? Merkwürdig. Sie nach einem entsprechenden Hinweis einen rechtswidrigen Beitrag nicht löschen, von dem durch den Beitrag in seinen Rechten Verletzten als Störer auf Unterlassung Anspruch genommen werden. Das ist jetzt schon die Rechtslage. Wir mussten allerdings in den letzten Jahren feststellen, dass einige Unternehmen ihrer Verantwortung schlechterdings nicht gerecht geworden sind. Daran haben auch diverse Gesprächsrunden und Selbstverpflichtungen der Unternehmen nicht wirklich etwas geändert. Dabei zeigen andere Plattformbetreiber, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit den Beschwerden von betroffenen Nutzerinnen und Nutzern möglich ist. Eine hohe Löschquote ist für diese anderen Unternehmen sehr wohl leistbar. Löschquote ist auch absolut anzustreben. Hohe Löschquote, wenn ich sowas schon höre. Ich sehe doch, wie bei Twitter jeden Tag Leute verschwinden. Und zwar vollständig mit ihren gesamten Twitter-Historien und allem, was sie je gemacht haben. Weil Twitter halt so eine tolle hohe Löschquote hat. Und vor allem die Studie zur Löschquote, auf die er sich bezieht, die wurde ja jetzt auch schon wieder angekreidet, weil sie halt von Amateuren angefertigt worden ist. Also die auch immer der Maße immer zitiert mit seinen 70%, wo dann bei Facebook die Leute nicht sofort reagiert haben, aber im Endeffekt irgendwie fast über 90% gelöscht worden sind von dem, was man angekreidet hat. Also. Ja, da haben wir hier schon eine Weile länger drüber gekotzt, bevor das gekommen ist, weil das ist ja immer dieses Jugendschutznet, genau. Wo die immer sagen, so ja, in so und so vielen Fällen von Jugendschutznet. Und ne, wie halt auch schon gesagt haben, so ja, was ist Jugendschutznet? So, was haben die für eine Ahnung? Ist das auch nur irgend so ein Verein? Vor allem, sorry, Jugendschutznet, also ich habe keine Lust, dass das Internet danach zensiert wird, was Jugendliche nicht sehen dürfen. Jugendliche sind mir relativ, ich weiß nicht, also ich will ein Internet, was normal ist, ab 18, wenn Jugendliche sich das nicht angucken sollen, dann sollen sie halt dort Kids aufrufen und da surfen gehen. Aber ich habe nicht das Interesse daran, dass das allgemeine Internet auf Kindlichkeit untersucht wird und alles eingeschränkt wird, was nicht familiengerecht ist. Das ist sorry. Wir hatten früher den freien deutschen Jugendschutz. Der hat auch so Sachen geregelt. Und genau hier setzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an. Fast gut. Indem es die Löschungsverpflichtung der Unternehmen konkretisiert und grobes Fehlverhalten sanktioniert. Die heute zur Diskussion stehenden Empfehlungen der Ausschüsse des Bundesrates wie auch die vielfältigen Stellungnahmen unterschiedlichster Akteure verdeutlichen aber auch, in der konkreten Umsetzung weist das Gesetz noch erhebliche handwerkliche Schwächen auf. Insbesondere zu kritisieren ist etwa das Fehlen einer generellen Pflicht zur Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten. Ein Zustellungsbevollmächtigter mit Wirkung für jedermann macht Auslandszustellungen entbehrlich. Er ermöglicht einem Opfer von Hasskriminalität überhaupt erst selbst und zügig eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen, sollte ein soziales... Hasskriminalität, was ein umgangssprachlicher Sammelbegriff höchstens ist in Deutschland, weil im Gesetz steht davon nichts. Netzwerk einem Löschungsbegehren nicht nachkommen.
Ohne Not wird hier eine Möglichkeit verschenkt und ungenutzt gelassen, eine schnelle gerichtliche Klärung von Zweifelsfällen zu eröffnen. Also hier tatsächlich eine berufene staatliche Instanz ins Spiel zu bringen. Das wäre im allseitigen Interesse der Opfer wie auch der Internetunternehmen. Darin stimmen die unterschiedlichen Sichtweisen auf den vorliegenden Gesetzentwurf überein. Klärungsbedarf besteht im weiteren Gesetzgebungsverfahren auch im Hinblick auf das Verhältnis zwischen dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dem Telemediengesetz. Hier wäre jedenfalls eine klarstellende Regelung wünschenswert. Schließlich sollte die Bundesregierung auch die Einrichtung einer Clearingstelle durch die Plattformbetreiber prüfen. Clearingstellen könnten auf Kosten der Betreiberbeschwerden prüfen, wenn eine Äußerung gelöscht wurde, obwohl das Gesetz eine Löschung nicht verlangt. Ich hoffe, dass der Bundesgesetzgeber die Schwachstellen des Gesetzes zügig identifiziert und behebt. Die Länder sollten den Prozess weiterhin konstruktiv begleiten. Unser gemeinsames Ziel sollte sein, dem Recht auch im Netz Geltung zu verschaffen. Herzlichen Dank. Mal wieder dieser Leersatz vom rechtsfreien Raum, ey. Ich kann es nicht mehr hören. Eigentlich müssen die da ein Phrasenschwein irgendwo aufstellen. Ja, und jetzt habe ich gleich noch den auch einen alten Bekannten von uns, wir haben schon seinen ganzen Republika-Talk uns angeguckt. Der dürfte sich da auch noch äußern. Heute große Leerstellen im Stream, wir sind alle low energy hier. Hm? Dann sage ich mal Kulturmarxismus. Das habe ich heute im ganzen Stream doch nicht gesagt. Postmodernismus. Ja. Okay. Ah ja, da haben wir es ja. Sekunde. Nur noch 5 Minuten. Was meinst du? Alles gut. Also das ist der Herr, der mit der Dame von der EU, mit der grünen Abgeordneten auf diesem Panel gesessen hat bei der Republika. Oh Gott. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie beraten heute den Regierungsentwurf des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, der inhaltsgleich ist mit dem Fraktionsentwurf, der am 19. Mai erstmals im Deutschen Bundestag beraten würde. Im Mittelpunkt des Gesetzentwurfs stehen Compliance-Pflichten für große soziale Netzwerke. Die müssen zukünftig effektive und nutzerfreundliche Verfahren für Beschwerden über strafbare Inhalte vorhalten. Dazu was kann denn noch nutzerfreundlicher sein als der Report-Button? Ich möchte es gern wissen. Automatisch. Ja. Keine Ahnung. Wenn so eine Kamera, dann, wenn du entsetzt guckst, sofort den Tweet melde, den du gerade gelesen hast. Du brauchst direkt neben dem Daumen hoch und dem lachenden Smiley und dem traurigen Smiley und dem sauren Smiley brauchst du noch einen offensichtlich recht schwierigen Smiley. Das ist am besten einfach irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein rundes Ding mit einem Hakenkreuz drauf oder so. Da kannst du auch draufklicken und dann ist es sofort gemeldet. Ja, oder ein Männersymbol oder einem Controller, genau, je nachdem, was für ein Hass dich getroffen hat. Genau, und dann poppt noch kurz was auf, so warum möchten Sie das melden? Da gibt es dann so 3 Auswahlmöglichkeiten, irgendwie Nazi. Musst du weinen? Ja, genau, ja, also Caroline Sinders, die sucht sich da was raus, was vernünftig abgestuft ist, die ist ja Expertin dafür. Strafbare Inhalte binnen 24 Stunden nach einer Beschwerde gelöscht werden und sonstiges strafbares Material nach 7 Tagen. Diese Verpflichtung zum Löschen bekannt gewordener strafbarer Inhalte besteht übrigens schon heute. Wir wollen. Ja, der wird auch nachgekommen, der Verpflichtung. Sie in der Praxis durchsetzen. Uns ist bewusst, dass es ein ehrgeiziges Vorhaben ist, aber ich halte diesen Ehrgeiz für erforderlich, um endlich wirksame Fortschritte zu erzielen. Viel zu lange haben die sozialen Netzwerke uns versprochen, dass sie auf freiwilliger Basis etwas geben. Also zu dem Durchsetzen von dem Kram. Also ich kann mich noch erinnern, uns wurde irgendwann mal diese eine Facebook-Seite geschickt von so einem Typen, angeblich von den Grünen, der die ganze Zeit irgendwelchen richtig außerweltlichen Kram da irgendwie geschrieben hat. Und der hatte irgendwie ein paar hundert Freunde bei Facebook. Und
das sah halt wirklich sehr dubios aus. Und den habe ich damals gemeldet. So. Und dann kam zurück, wir haben das geprüft und das ist alles in Ordnung. Und 2 Wochen später war das Ding trotzdem weg. Ist vollkommen klar, ne? Weil wenn genug Leute sich deswegen beschweren, weil das war auf jeden Fall ein Fake-Account. Also kann man mir erzählen, was man will. Und da muss man an der Stelle halt sagen, so ja klar, also theoretisch, für mich war das offensichtlich, aber was der Geier, ne? Also im Endeffekt, weg ist weg, ne? Also sollen sie sich da beschweren. Weil es ist halt nicht so, dass es nicht möglich wäre, irgendwas zu melden und so, als ob die Sachen nicht gelöscht werden würden, wenn die Quatsch sind. Also. Gegen strafbaren Hass und Hetze unternehmen, doch wir müssen feststellen, es ist nicht genug passiert, teilweise gar nichts passiert. Wir haben ein 2-faches Monitoring gemacht, wir hatten eine Taskforce, wir hatten freiwillige Selbstverpflichtungen, die Ziele sind nicht erreicht worden. Gestern ist eine neue Studie der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen vorgestellt worden. Ja, die sind ja auch gar nicht beeinflusst irgendwie. Genau, die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, die auch lauter Sachen zur Hate Speech macht, die diese Broschüre gemacht hat, wo wir den ganzen Sonderstream zugemacht haben. Mit lauter die nach der Pfeife von der Amadeo-Antonio-Stiftung tanzt. Ja, aber diese Broschüre war in dem Fall nicht von der AA-Stiftung, sondern, was war das? Die war von ClickSafe, genau. ClickSafe ist ja auch eine von den Sachen da aus diesem ganzen Dunstkreis. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, es war eine Definition war da drin von der AA-Stiftung. Und ja, auf jeden Fall, das war dieses Ding, wo auch GEMA-Geld erwähnt wird, von wegen so, ja, da wurden so viele Frauen gehasst und so ein Kram. Das sind die Experten. Dieser hat festgestellt, 94% der 14- bis 24-Jährigen werden im Netz mit Hasskommentaren konfrontiert. 67% der Befragten haben sogar angegeben, persönlich mit... Ich werde auch gerade mit Hasskommentaren konfrontiert in diesem Redebeitrag hier. Man konfrontiert mich damit, dass es das gibt, dieses Phänomen. Ja, solchen Anfeindungen bereits auf. Triggert dich, ne? Mich auch. Ja. Erfahrung gemacht zu haben. Gleichzeitig wissen wir... Erfahrung gemacht, ja. Meine Güte, ey. Ich habe auch Erfahrung gemacht mit irgendwelchen Nicht-Deutschen, die doof zu mir waren. So, soll ich jetzt in die NPD eintreten oder was? Idiot. Wir aus anderen Studien, dass diejenigen, die solche strafbaren Kommentare einstellen, etwa nur 1% der Nutzerinnen und Nutzer ausmachen. Das heißt, wir erleben natürlich nicht nur die Straftaten an und für sich, sondern wir wissen, dass diese Zuspitzung, diese strafbare Zuspitzung von Diskussionen auch zur Verdrängung der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und damit zur Beschneidung deren Meinungsfreiheit führt. Was? Und ich frage mich auch, warum. Ja, ich frage mich, warum die Leute immer so Sachen aufstellen, während ich die Debatte beobachte und immer versuche, alle möglichen Standpunkte mit einzubeziehen, nie irgendwelche wissenschaftlichen Publikationen sehe. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nur dumm im Googlen, aber ich hätte einfach gern, dass mir das jemand mit einer Studie belegt, was er gerade gesagt hat, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es in der Realität verortet ist. Aber ja. Das Internet ist ja per se auch unbegrenzt. Also wenn irgendwo eine Verdrängung stattfindet, dann macht das nicht, ja. weil es ist immer noch genauso viel Platz für die andere Meinung da. Also ja. Völlig idiotisch. Ja, das ist dann die Leute quälen das im Internet raus, so wie gerade eben die Damen. Und da ist dann nur Platz in der Tagesschau und bei Weiß und so. Also, ja, also furchtbar. Das Internet ist frei, deswegen kommen die Toten auf die Erde. So ist das halt. Der ist gut. Wollen wir wirklich zulassen, dass eine heranwachsende Generation derart mit Hassäußerungen, mit strafbaren Hassäußerungen... Es muss doch auch mal jemand an die Kinder denken. Genau, das will ich auf jeden Fall zulassen, dass auch die heranwachsende Generation immer noch sagen kann, dass sie den Herrgott bekloppt findet und dass sie das Christentum dämlich findet und dass sie tote Leute bescheuert findet und diesen ganzen Kram, der in Deutschland alles so ein bisschen heikel ist, wenn man den richtigen findet, der das richtig begründen kann und dann hast du Pech gehabt. Und auf der anderen Seite faseln sie von diesen, in der EU-Geschichte von diesen Umerziehungslagern, weißt du, mit einem Angst und Bange. Erstmal, ja, wir müssen ja sehen, dass wir irgendwie da, ne,
die Kinder schützen und dann müssen wir auch die anderen Kinder umerziehen, die sich nicht haben schützen lassen oder was ihr seid. Jetzt müssen wir aber vielleicht nochmal erklären, was du dann meinst, nicht, dass nachher die Leute sagen, so Weltraumaffen erzählen irgendwas von Umerziehungslagern. Also das war diese Nummer, wo wir uns mal dieses Papier angeguckt hatten von der Gender Equality Unit des Europarats. Und eine der Sachen, die damit beistand, war halt eben, dass sie gerne Lager für Frauen und Mädchen hätten, wo die dann halt eben so Feminismus lernen. Ja, aber es war auch das wiederholte, wo war denn das mit den wiederholten Leuten, die gegen Regeln verstoßen, dass die dann, wie war das, Rehabilitation hieß das, glaube genau. ich? Ja, so Hate Speech Training und Bias Unlearning Training. Das sehen wir ja auch an den amerikanischen Unis, dass du an ganz vielen Unis inzwischen halt neben deinem Fach auch so einen Social Kurs belegen musst, wo du dann über dein weißes Privileg und über die ganzen Dynamiken von irgendeinem indoktrinierten Prof da aufgeklärt wirst. Ja, das gibt's in Deutschland auch schon. Also als ich damals recherchiert habe zu so einem Kram, wo mir da von Göttingen dieses Ding vor die Füße gefallen ist mit Marx für Querfeministen, das so ein Seminar in Göttingen war, in der Uni. Da habe ich auch gemerkt, dass die da irgendwie im Fach Geologie auch irgendwie so ein Training irgendwie haben, so ein Feminismus-Training. Was ich auch denke, ja, die Geologen, die brauchen was dringend. Keine Ahnung. Wird in den Medien, in denen sie ihre Meinung bildet, in denen sie ihre wichtigen Diskussionen führt, oder ist es nicht Zeit, gegenzusteuern? Wir freuen uns über den intensiven Diskurs. Gegensteuern. Die führen ihre wichtigen Diskussionen, ist es nicht Zeit, gegenzusteuern? Unser vorgeschlagenes Gesetz und insbesondere auch die konstruktiven Vorschläge des Bundesrates dazu. Sie zeigen, dass auch die Bundesländer der Meinung sind, dass es nicht, wie von anderen gefordert, erneut zu einem runden Tisch kommen sollte und wir ein weiteres Jahr damit verbringen, darüber zu sprechen, ob die Selbstverpflichtungen der Vergangenheit endlich eingehalten werden. Wir wollen Ihre Vorschläge sehr gerne prüfen. Ich will vielleicht drei Beispiele dafür auch herausgreifen. Zum Beispiel die Bedenken, dass die Vorschläge dazu führen könnten, dass zu viel gelöscht wird in diesem Maximum zwischen... Also das sind keine Bedenken, sondern das kann ich live miterleben, dass zu viel gelöscht wird. Accounts, die scheiß Welt retweeten, werden dafür geblockt. Ich habe einen Account gesehen, der hat einen scheiß Weltartikel weitergetweetet hat und deswegen gesperrt worden ist, wegen den Keywords, die in einem Kack-Weltartikel drin waren. Deswegen wird man bei Twitter gesperrt. Alter Schwede, Mann, da sitzt ein alter Mann und hat keine Ahnung vom Internet und sagt, oh, das sind Bedenken. Nee, das sind keine Bedenken, das sind Probleme, die ihr verursacht, weil ihr die scheiß Meinungsfreiheit einschränken wollt. Heilige Scheiße. Wir haben eh schon eine eingeschränkte Redefreiheit, nur eine Meinungsfreiheit. Und die will man noch kleiner machen. Dann können wir uns den ganzen Scheiß auch irgendwann mal sparen. Ernsthaft. Also doch gleich Twitter.com blocken. Was soll denn der Müll? Bananenrepublik. Tja, wahrscheinlich guckt er jeden Tag auf seine Apple Watch und will wissen, wie spät es ist, was die Stunde geschlagen hat, und dann steht er nur irgendwie, leck mich am Arsch, du Idiot, oder so. Ja, wir sollten mal dazu sagen, dass wir sehr für die Einführung einer Bananenrepublik sind. Der nächste Affe, lauter Affen. Oder Tiger, und über das Maß hinaus bewegen wir uns ja. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass nicht etwa ein Overblocking, sondern ein Underblocking stattfindet. Das heißt, es bleiben strafbare Inhalte im Netz. Wir wollen aber prüfen, ob wir Mittel und Wege finden, damit auch dieses Overblocking begrenzt werden kann. Wir wissen aber natürlich, dass wir längst keine Rechte werden kann. Was soll denn das heißen? Das darf nicht stattfinden. Overblocking darf nicht stattfinden, sonst verletzt du die Verfassung unseres Landes, du Trottel. Grundlage dafür haben, soziale Netzwerke zu einer Veröffentlichung bestimmter Inhalte zu zwingen. Wir wollen noch klarer herausarbeiten, um ein zweites Beispiel anzusprechen, dass es nicht zu einer Veröffentlichung bestimmter... Das muss ich mir nochmal habe ich jetzt auch nicht verstanden. Vielleicht im Zusammenhang, dass wenn was gelöscht worden ist, dass du hinterher das wieder reinstallieren kannst, sozusagen, wie diese Clearingstelle.
Also das könnte ich mir als einziges vorstellen. Wir wissen aber natürlich, dass wir längst keine rechtliche Grundlage dafür haben, soziale Netzwerke zu einer Veröffentlichung bestimmter Inhalte zu zwingen. Ach so, ja, das eine ist dann irgendwie gerade herausgefallen. Wir haben keine Grundlage dafür. Wir wollen noch klarer herausarbeiten, um ein zweites Beispiel anzusprechen, dass es nicht um eine Bußgeldbewährung von Falschentscheidungen im Einzelfall geht, sondern dass wir eben mit einem Bußgeld sanktionieren wollen, wenn es ein systemisches Versagen der sozialen Netzwerke gibt. Also zum Beispiel, wenn es generell zu lange dauert, zu löschen. Ja, wieder nach diesem Maßstab, den diese Laien von Jugendschutznet aufgestellt haben. Oder wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter falsch instruiert werden. Und es ist ja ein Handbuch von Facebook an die Öffentlichkeit geraten für deutsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der Punkte und Dinge, die im deutschen Strafrecht strafbar sind, dort als nach wie vor tolerabel angesehen werden. Sie schlagen vor, den Landesmedienanstalten präventive Befugnisse beim Vollzug des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zu geben und auf die Aufsichtsstrukturen im Jugendmedienschutzstaatsvertrag zurückzugreifen. Dazu gehört auch die Clearingstelle. Auch das wollen wir in den Gesprächen mit den Fraktionen in den nächsten Wochen aufgreifen. Ja, das dann ist die Clearingstelle bei den Landesmedienanstalten NRW. Und wenn ich dann da sage, ja, hier, weil ich da geschrieben habe, war gar nicht so schlimm, dann sagen die doch, tschüss. Ja. Wir haben nachgeguckt, dieses Gamergate, was Sie da erwähnt haben, das ist auf jeden Fall das. Allen Prüfungen auch um ein Verständnis. Wir bewegen uns in einem Bereich voll harmonisierten EU-Rechts. Das heißt, einige der Vorschläge, die im Augenblick in dem gesellschaftlichen Diskurs stehen, wären im unmittelbaren Konflikt mit den abgeschlossenen Verpflichtungen, die wir Unternehmen im Bereich des E-Commerce auferlegen können, die können nicht einseitig in einem nationalen Gesetz vorgesehen werden. Lassen Sie mich noch auf einen Aspekt. Moment, das heißt, das Gesetz hat momentan gar keinen Sinn, oder verstehe ich dich da falsch? Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, was er damit meint. Ja, er sagt doch, dass das offensichtlich, also er hat um den heißen Brei geredet, aber was ich da draus gehört habe, ist, dass so wie das Gesetz jetzt ist, widerspricht Sachen, die wir bei der EU unterschrieben haben. Klang so ein bisschen so, ja. Der europäischen Dimension. Also das tut sie auch. Die Kommission hat am 31. Mai ihre Monitoring-Ergebnisse vorgestellt. Dort ist erfreulich zu sehen, dass die Löschquoten der drei großen sozialen Netzwerke auf der europäischen Ebene sich verbessert haben. Die Zahl der Fälle ist natürlich relativ gering, vor allem, wenn man sie aufs einzelne Mitglied... Ich finde das übrigens ganz schön misogyn, dass da sich immer so ein paar Brüste bewegen hinter dem Mann. ...das Land bezieht. Aber dass auch dort die ermittelte Löschquote für den Bereich der Meldung durch private Nutzerinnen und Nutzer von offensichtlich strafbaren Inhalten, die sind ja vorher geprüft worden, ob sie offensichtlich strafbar sind, bei 56% innerhalb einer Woche liegen. Das heißt, dass fast die Hälfte der strafbaren Inhalte nicht gelöscht wurden, zeigt, es ist Zeit zu handeln. Wir wünschen uns die Unterstützung des Bundesrates. Wir werden intensiv und auch weiter im Gespräch mit Ihnen Ihre Vorschläge dazu prüfen und wo es geht, einbauen mit Ihrer Hilfe. Können wir das Gesetz auch noch in dieser Legislaturperiode verabschieden? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich würde sagen, Löschquote wäre was für Unwort des Jahres auf jeden Fall. Da ja, das Unwort des Jahres. Das Unwort des Jahres ist ja auch so ein Politding da irgendwie von irgendwelchen Journalisten. Das wird ja auch dann nur wieder so ein Kram wie, keine Ahnung, was war das in meinen letzten Jahren? Ja, irgendein Einwandererkram oder sonst was. Ja. Ja, unsere Politiker, die schaffen das schon, uns irgendwie in die Scheiße zu reiten. Ja, genau, das war nochmal das Ding mit den Laien. So, ja, auch dieser Back-Community. Das wird eben dieses Jugendschutznet. Keine Experten sind, das sind nur so ein paar Sachen irgendwie da, wir vorgelegt haben. Und ich also eigentlich gar nicht darauf berufen darf, dass die jetzt immer irgendwie meinen, so ja, hier, aber es waren noch so und so 4% und deswegen der Rest fehlt irgendwie. Dass man sich über sowas überhaupt aufregen muss in einem Rechtsstaat. Rechtsstaat. Das Ding ist halt, dass ich mich einfach
wunder, wie das zustande kommt, dass so offensichtlicher Blödsinn überhaupt verhandelt wird. Also das macht, also einfach so als Grundding so, lasst uns die Meinungsfreiheit einschränken, ja, nein, vielleicht, dass man da ja vielleicht von vornherein Nein sagt und solche Sachen gar nicht erst vorbringt. Das finde ich einfach schon bestürzend, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass es eine gute Idee ist, dass man da Sachen macht, um mehr einzuschränken, wie überhaupt schon eingeschränkt ist. Ja, aber offensichtlich rechtswidrig, ey. Wäre es doch nur gegen offensichtlich rechtswidrig. Und dann überhaupt diese ganzen Leute, die meinen so, dass man da jetzt was als Privatrecht abgibt. Oh nee, ganz komische Leute. Und der einzige Grund, warum man dagegen sein könnte, ist doch wohl nur, wenn man Hasskommentare schreiben will. Ansonsten, also ich meine, es geht doch nur um die Durchsetzung des deutschen Rechts. Und das ist doch wohl das Beste für alle, dass das deutsche Recht durchgesetzt wird. Schon immer so gewesen, also. Wie gesagt, ich hab einen Account gesehen, der ist gesperrt worden wegen den Retweeten von einem Weltartikel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So, ich weiß nicht jetzt nicht so irgendwie Stormfront oder sowas, nein, sondern Welt. Und dafür wirst du dann gesperrt. Und dann rufen die, wir brauchen noch mehr Initiativen, um noch mehr Hass aus dem Netz zu löschen, weil so Seiten wie fucking Welt Hass verbreiten. Ich bin auch echt verwundert, dass keiner der Redner wirklich auf die Kritik von den Rechtsexperten eingegangen ist. Weil es gab ja massig Kritik von Rechtsexperten in der Presse an dem Entwurf, an dem Gesetz, an dem ganzen Blödsinn, das so durchzupeitschen und Ähnlichem. Und da ist ja niemand von denen wirklich näher drauf eingegangen. Das war wieder so eine schräge Opposition, halt eben, die eigentlich sagt so, ja, im Kern ist es ja alles richtig und wichtig, aber... Ja, wir müssen halt noch so ein paar Dellen rausprügeln irgendwie. Und dann kriegen wir das schon hin.